Schloss Brösels in der Nähe von Völs am Schlern. Für 2 Tage war die einmalige Kulisse von Schloss Brösels Treffpunkt hochrangiger Politiker, die sich zum Thema Regionen in Europa, Europa der Regionen trafen. Gastgeber war der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher, der in Anwesenheit von Ministerpräsident Matteo Renzi und dem österreichischen Kanzler Werner Faymann darauf hinwies, wie diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit dank Europa zustande kam. Heute ist die Euregio das Aushängeschild eines kulturellen und sprachlichen Pluralismus. Die Euroregion Südtirol, Tirol und Trentino kann ein Modell für eine gut funktionierende Zusammenarbeit sein. Es war jetzt heute eine wichtige Botschaft Renzis. Er sieht das auch als Modell für Europa, unsere Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg in einer Euroregion Tirol. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi wurde als Ehrengast von Landeshauptmann Kompatscher am Eingang zu Schloss Brösels begrüßt. Das gewohnte Händeschütteln mit vielen Menschen erledigte der Ministerpräsident mit Gelassenheit, bevor er am Vormittag die Arbeiten eröffnete. Nach der Einladung von Landeshauptmann Kompatscher an Renzi über die Euroregion nachzudenken, hat sich dieser verpflichtet, die Angelegenheit konkret in Angriff zu nehmen. Dieser Teil von Europa, so Renzi, ist ein Modell für ganz Europa, welches die Identität und Integration fördert und die Probleme nicht als ein Hindernis betrachtet, sondern als eine Chance. Der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann hat die Angelegenheit, wie man gemeinsam die Probleme lösen kann, genauer unter die Lupe genommen. Dieses Europa dann stark ist, wenn es ein Europa der Regionen ist. Und nicht abgehoben irgendwo bei einem Schreibtisch weit weg von der Bevölkerung, sondern nahe bei den Leuten. Und da gibt es in Österreich, in Südtirol, in Bayern, in der Schweiz, da gibt es so viel Gemeinsamkeit, die auch zeigt, dass das wirtschaftlich erfolgreich ist. Das ist also nicht eine falsche Vorstellung von Tradition, sondern das ist auch eine zukunftsgerichtete Vorstellung. Auf die Krise, die zu zentralistischen Tendenzen führt, hat der Minister für regionale Angelegenheiten Maria Carmela Lanzetta hingewiesen. Die Ministerin hat auf Südtirol, Tirol und Trentino als wertvolles Beispiel hingewiesen, wie man diese Angelegenheiten in Zukunft lösen kann. Unterstaatssekretär Graziano Del Rio sprach über die Autonomie und hat versichert, dass die Entscheidungen der Regierung zum Aufbau der Funktionalität zielen sollen. Die Regierungsreform läuft in diese Richtung. Wir sind gegen einen neuen Zentralismus, sagte Del Rio. Auch der Nordtiroler Landeshauptmann Günter Platter hat auf die traditionsreiche Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus hingewiesen. Das ist heute schon sehr entscheidend, dass die beiden Regierungschefs von Österreich und Italien den Mehrwert der Europaregion Tirol erkennen. Und wir werden heute den beiden Regierungschefs auch deutlich machen, dass wir in der Verkehrsfrage, was die Rahmenbedingungen betrifft, einiges weiterbringen müssen. Und dass es auch für die Nationalstaaten sehr entscheidend ist, wenn sehr eng kooperiert wird innerhalb der Europaregion Tirol zwischen den Ländern Trentino, Südtirol und Bundesland Tirol. Am frühen Nachmittag hat Premierminister Matteo Renzi Schloss Brösels verlassen und ist in Richtung Brenner Basistunnel gefahren. Unglaublich die Menschenmenge, die bis zuletzt gewartet hat, ein Foto oder ein Zeichen von Ministerpräsident Matteo Renzi und Landeshauptmann Arno Kompatscher zu ergattern.